Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Police Officer Patrol. Den Police Simulator Patrol Officer. So heißt das Spiel. Wir machen heute weiter mit der vierten Schicht in Folge. Und hoffen, dass wir vielleicht heute Conway freischalten. Und damit in den nächsten Stadtteil. Weiter geht's mit einer Fußstreife. Früh am Morgen. Wir sind immer noch dabei, Verbrecher. Polizeipräsenz zeigen. Okay, wir sollen Polizeipräsenz zeigen. Wir sollen einfach sagen, wir sind da. Uns gibt es noch, liebe Bürger. Also, heute nichts mit Verbrecherjagd. Wahrscheinlich zumindest nicht. Dieses Gebiet war in letzter Zeit Mittelpunkt von illegalen Machenschaften. Machen Sie sich bereit, etwas Präsenz zu zeigen, Officer. Ich kann das übernehmen. Ich habe nicht mal ein Auto. Okay. Dementsprechend müssen wir wahrscheinlich erstmal Fahrzeuge kontrollieren. Und das werden wir dann mal gucken. Aber Eier, der steht aber scheiße. Hör mal. Du stehst auf jeden Fall erstmal auf dem Bürgersteig. Position auf dem Bürgersteig. Also gucken, dass wir erstmal ein bisschen was hinkriegen. Einfach mal da gucken. Keep clear. Den darf ich gar nicht parken. Oder geht das nur jetzt für die Zone hier? Ja, das ist gut, das ist ein Parkplatz, ne? Also warum soll er da nicht parken dürfen? Würde ich mal schon mal sagen. Montag. Wir haben heute Freitag. Er darf. Hier ist okay. So, die Frage ist. Was passiert hier noch heute? Egal, wir sind da. So, du stehst auch scheiße hier. Auch auf dem Bürgersteig. Klar, jeder Parker, den wir jetzt richtig sanktionieren. Was ist denn hier? Müll? Darf ich jetzt nicht? Darf ich nicht. Okay. So. Welche Person hat gerade Abwehr weggeworfen? Ich sehe es gerade nicht. Guck mal hier. Halt. Festhalten. Wegen Graffiti. Ich muss sie für das Anbringen von Graffiti festhalten. Ich bin eine Künstlerin und damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Manche Dinge sind auch... das... Ja gut, Cannabis... Verstoß bestrafen auf jeden Fall wegen Anbringen von Graffiti. Das kriegst du erstmal einen Strafzettel. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Anbringens von Graffiti an diesem Gebäude. Das macht bis zu 1000 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Nicht mein Problem. So, du riechst Cannabis. Ich muss sie durchsuchen, um festzustellen, ob sie etwas Illegales bei sich führen. Also wahrscheinlich die Spraydose. Lassen Sie mich in Ruhe! Warte mal. Elektroschock. So, aber bitte nicht, aber. Jetzt so kurz nicht. Leck mich doch! So, dann ist die weg. Scheiße, warum hauen die eigentlich immer ab in die Viertel, wo man nichts machen kann? Kann ich auch nichts machen. Scheiße. Ich habe das Gefühl, ein bisschen weiter auf der Straße, würde ich sagen, ne? Ja, ist auch richtig so. Hallo, Officer. Moin. Hallo.
Wir gucken, dass wir das auch relativ voll bekommen, alles. Wir müssen so Geld abheben. Kannst du mir direkt was abgeben hier? Ich nehme gerne was mit. Mist. Wir müssen gerade mal ein bisschen durchgucken. Ich brauche Ihre Hilfe. Klar, versuchen wir. Hallo, Officer. Könnten Sie mir bitte weiterhelfen? Ich suche den Burger Heaven. Könnten Sie mir den auf der Karte zeigen? Gut, mal sehen, ob ich es auf der Karte finde. Ich glaube, so viel habe ich doch gar nicht, weil ich noch gar nichts freigeschaltet habe. Sag mal hier. Zucker Group. Probier's. Versuchen wir es einfach. Aha. Da bräuchte ich ja ein Taxi. Trotzdem danke, Officer. Ich habe jetzt nur mal kurz eben... Na gut, war wahrscheinlich nicht die richtige... Das sieht nicht ganz gesund aus, was ihr hier macht, Jungs. Ja, hier waren wir schon. Hier war nämlich der Graffiti-Künstler. Ja, das Problem ist einfach, wir müssen jetzt... Kann hier mal ein bisschen was passieren? Der hat bestimmt schon. Ich glaube, der hat schon, ja. Wir sind ja wieder ein Polizeiofficer. Ja, der hat sein Knöllchen schon kassiert. Die Hirschstatue, okay. Du parkst auf jeden Fall mal gegen der Fahrtrichtung, mein Freund. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall Strafe wegen Falschparken. Position und Ausrichtung entgegen der Fahrtrichtung. So, geht damit. Gucken wir mal, was hier so an der Baustelle passiert. Moin. Ja, gefühlt passiert hier gar nichts, ne? Gerade so. Polizeipräsenz zeigen. Wir müssen Sachen machen. Das ist das Problem. Wenn aber gefühlt nichts passiert. So, dann gehen wir mal da hinten hin und gucken wir mal, ob wir da noch das eine oder andere Fahrzeug finden. Was vielleicht illegal abgestellt ist. Hier steht zum Beispiel mal einer zumindest mal. Oh, jetzt ist euch abgelaufen.
nicht die abschleppen lassen? Wegen abgelaufenen Kennzeichen? Probieren wir es mal, ne? Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Umweltverschmutzung. Oh, was denn? Da oben. Ich halte Sie wegen Umweltverschmutzung fest. Wo soll ich den Müll denn bitte hintun? Hier ist doch weit und breit kein Mülleimer. Das ist mein Problem. Sollen Sie die Tafel... Würden Sie mir Ihren Ausweis zeigen, bitte? Okay, Officer. Bitteschön. Wir müssen weiter in Polizeipräsenz zeigen, ja. Ausweis ist abgelaufen. Damit kriegst du schon mal die nächste Strafe. Erstmal wegen der Umweltverschmutzung. Ich belange Sie wegen Umweltverschmutzung. Das macht $25. Sie vermiesen mir den Tag. Und weil der Personalausweis auch noch abgelaufen ist, gibt der nächste direkt hinterher. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht $75 bis $150. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Es ist nicht der Führerschein, es ist eigentlich der... So, warte mal. Wir sind durchsuchen. Können wir die mal durchsuchen, die alle? Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Kopfhörer, menschliche Zähne und zwei USB-Sticks. Ja gut, rein theoretisch können wir jetzt nichts weiter machen, weil wir haben alles, was sie sollen. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So, die haben wir auf jeden Fall kontrolliert. Und wir gehen mal weiter nach Autos zu. Das war jetzt durch Zufall nur passiert. Ich check jetzt gerade nur nach den Kennzeichen, ob die nicht irgendwie alle abgelaufen sind. Weil der eine, der zum Beispiel, der ein abgelaufenes Kennzeichen. Halt, theoretisch dürften sie ja hier parken. So, was muss die hier? Okay. 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 Können wir mal Fahrzeuge checken? Habt ihr hier nicht irgendwie vielleicht ein... Warte mal. Was ist gerade normal gemacht? Allgemeine Ausrüstung. Nee, scheinbar nicht. Wir dürfen, glaube ich, nur bei fahrenden Fahrzeugen. Das ist, glaube ich... Soweit ist das okay. Ja, ich kann jetzt natürlich auch nicht auf gut Glück jetzt irgendwelche Sachen der in seinem abgelaufenen Kennzeichen schon ein Knöllchen dran. Soweit ist die Seite okay. Jetzt gehen wir mal kurz darüber. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Stadion! Man kann aber auch nur die Reihe hier machen. Leider darf ich jetzt nicht weiter... Der ist abgelaufen. Ja, da können wir nicht weiter hier in das Gebiet rein. Weil der uns noch nicht gehört. Aber bald. Warte mal, du hast offiziell hast du ein Ding, hast du ein Kartchen drin? Ja, hast du drin. Ah, wenn nichts passiert und die Alte, die... Ja, kriegt auch noch ein Knöllchen hier. So.
einer. Ja, viel ist es jetzt gerade nicht. Der doch auch hier, ne? Ihre Schicht ist um, Officer. Strafe wegen Falschparken, abgelaufenes Kennzeichen. Wisst ihr was, das machen wir noch zu Ende. Auch wenn wir heute mal wieder ein bisschen was länger arbeiten müssen. So, warte mal. Warte mal. Bleib mal stehen hier. Winkelkeller ausrüsten. Hey, fahren Sie rechts ran. Ich möchte mit Ihnen sprechen. So, fahren wir vor, damit ich jetzt weiß. Weil die hat nämlich auch ein abgelaufenes Kennzeichen, das Weiße. Hey, Officer. Moin. Ja, die wird nämlich jetzt kontrolliert. Das war jetzt nur Zufall, weil die, wie gesagt, die fährt mit. Moinsen! Fahrer, Fahrzeug, abgelaufenes Kennzeichen. Ich habe Sie wegen Ihres abgelaufenen Kennzeichens angehalten. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Danke, dass Sie mich erinnern. Ich kümmere mich darum. So, machen wir mal auf Versicherung. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung. Klar, bitte sehr, Officer. Ausweis abgelaufen. Und die Position zittert die ganze Zeit. Also du kriegst auf jeden Fall noch einen... Fahrer fahren. Ausweis abgelaufen. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Nutzung eines abgelaufenen Ausweises. Wirklich? Das ist viel Geld. Tja, und damit darfst du erstmal aussteigen. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Kann ich die noch. Kann ich die ja sogar noch mal einknacken. So, warte mal. Kurz bleib mal hier stehen, bitte. Machen wir mal Test wegen Alkohol. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Sie darf ja offiziell mit dem abgelaufenen Führerschein ja eigentlich gar nicht fahren, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Und das kann sich sauer abgelaufen, sonst müssen wir das Auto ja sogar abschleppen. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. So, warte mal. Nee, hat sie nicht. So, durchsuchen. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Die darf ja nicht fahren, also da muss sie ja eigentlich... So, das heißt Verstoß bestrafen, Fahrer, und jetzt hat sie einen bekommen. Okay. Bitte kooperieren Sie. Treten Sie auf den Bürgersteig und warten Sie dort. Na schön. Ich weiß, dass ich jetzt nicht die suchen darf. Wo ist die denn jetzt hin? Da ist die Wagen. Elektroschock. Jetzt haust du wieder bestimmt wieder ab jetzt in irgendein Viertel, was ich nicht darf, was du nicht darfst. Oh, genau, ich komme jetzt hier. Jetzt haust du jetzt nicht wieder. Professor, ich brauche Unterstützung. Könnten Sie mir bitte helfen? Nein, nein, kann ich jetzt nicht. Ernsthaft. Sie hat jetzt echt abgehauen da. Mann! Ärgert mich das gerade wieder. Das ist jetzt schön, die, glaube ich, jetzt vierte Person oder so in Folge, die mir durch ein gesperrtes Gebiet abhaut. Ja, dementsprechend wird das Auto erstmal abgeschleppt wieder. Mann, das ist ärgerlich. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So, wie gesagt. Ärgert mich das gerade so ein bisschen. Oh, der ist schon da. Er wird jetzt das Auto abschleppen, ne? Ja gut, weil die mit dem abgelaufenen Kennzeichen, nur mit dem abgelaufenen Führerschein, und dann haut die einfach ab.
Radio Immelbö. Naja. Gehen wir zurück zur Wache. Officer? Ja, ich weiß. Warte mal, zurückrichten. Hallo? Soll ich dich zurückrichten? Hallo? Welche Person jetzt? Warte mal. Du. Ich habe gesehen, wie Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Es tut mir leid. So, also Fragen. Einmal den Ausweis, bitte. Hier, mein Ausweis. Führerschein, also keine Versicherungsschutz. Das brauchst du ja auch nicht, weil sie... Schuss bestrafen wegen der Umweltverschmutzung. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu $25. Ach, kommen Sie schon, so viel? Ja. So, alles gut. Einen schönen Tag noch. So, wir gehen zurück. Schon wieder? Welche jetzt? Wir hätten jetzt schon wieder. Ach, du schon wieder? Ey, das ist zum Kotzen gerade. Halt, stopp. Ich muss Sie festhalten, weil Sie Müll auf den Boden geworfen haben. Sie haben offensichtlich nicht genug zu tun. So, damit kriegst du noch definitiv Umweltverschmutzung und Strafe. Wir hatten mit einem Bußgeld von $25 wegen Umweltverschmutzung betrieben. So viel für so eine kleine Sache? Ja. In Tschüss. Ordnung, Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. So, ich gehe zurück zur Schicht. Wir müssen jetzt irgendwie zurück zur Wache. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir einen guten Weg zu, einen schnellen Weg zur Wache zurückkriegen. Das heißt, wir müssen jetzt hier rechts laufen. Ich kann aber nur mal abkürzen, ne? Das ist das Problem an der Sache. Auch wenn es heute wieder ein bisschen was länger dauert. Haben wir deinen Bruder nicht vorhin schon eingeknackt? Kann das sein? Du so, nee, ist mir nur gerade so aufgefallen, dass wir vermutlich in seinen. Das ist manche fühlt sich eh gleich aus. So, gucken wir mal. Alles klar? Hallo. Hallo. Ist hier schon Knolle hier? Ja. Oh, kurz mal weiter zurückgehen. Ja, wir gehen auf die Straße und dann auf der linken Seite ist unser Revier. Du hast doch kein Knöllchen, ne? Ja, scheinbar nicht. Okay, wir kriegen eh keine Punkte mehr. Kein Fortschritt mehr, weil wir jetzt mittlerweile durch sind. So. Mal kurz gucken. Ne, wir müssen zurück. Auf die Seite, nach links. Das Problem ist, als Fußgänger siehst du keine Fortschritte, keine Dings mehr. Siehst du keine Wege mehr. Bin ich jetzt richtig überhaupt? Ja. Genau, da vorne links ist es. Dann haben wir es, unsere Schicht geschafft, auch wenn die wieder so länger gedauert hat. Ist halt manchmal so. Wir werden es vielleicht in der nächsten Folge nochmal machen. Ich denke, wir kriegen ein neues Stadtteil, dann kann auch passieren, dass wir sagen, dass wir dann nach. Dass wir das vorgehen, natürlich, klar. So, ein paar Teile kriegen wir, viel ist es nicht. Es reicht auch noch nicht ganz, um eine neue Umstellung zu bekommen. Du hast deine Woche beendet, du bist einfach zurückgesetzt, dafür gibt es eine neue Woche. Falls du dir einen neuen Shutter freigeschaltet hast, kannst du diesen nun auswählen. Gut.
Downtown, Weltimport. Quicksilver war 14 Sterne, wir haben jetzt 10. So. Auswählen. So, wir brauchen jetzt nicht mehr allzu viel. Wir werden uns also nochmal durch Baytown heute begeben, würde ich sagen. Oder? Warte mal, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Wisst ihr was, wir machen nochmal Keller hin. Wir würden uns in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann versuchen wir nochmal ein bisschen Verbrecher zu jagen.